Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin heute in Königstein unterwegs. Dort siehst du die Festung Königstein und befinde mich jetzt in Halbestadt, in dem Ortsteil von Königstein, also auf der anderen Elbseite. Und komm gerne mit. Auch hier in Halbestadt ist es sehr schön, sehr dörflich und sehr romantisch, sehr idyllisch. Und man hat immer im Blick die Festung Königstein. In diesem Video geht es vor allem um Dampfer. Ich habe hier einige gesehen. Zwei sind sich direkt begegnet. Aus Richtung Bad Schandau und aus Richtung Dresden oder Pirna kommend. In einem anderen Video habe ich dann zum Ort Königstein-Halbestadt viele Aufnahmen noch gemacht. Schau dir gern auch die anderen Videos auf meinem Kanal dazu an. Viel Freude beim Zusehen wünsche ich dir. Entschuldige bitte die teilweise wackeligen Aufnahmen. Ich hatte kein Stativ mit, wollte es zur Wanderung nicht noch mittragen. Es war ja sehr heiß und da zählte jedes Gramm. Spaß beiseite, aber ja, ausgerechnet bei diesem schönen Wetter hatte ich also kein Stativ mit. Deshalb sind die Aufnahmen teilweise etwas verwackelt. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich denke, es sind dennoch schöne Landschaftsbilder geworden und natürlich von den Dampfern schöne Aufnahmen. Aufnahmen, die dann doch in Erinnerung bleiben. Mir geht es zumindest so, wenn dann wieder Wintertage kommen. Und es sind kurz unter Null und so eine Art Schmuddelwetter, da ist man dann froh, solche Bilder zu sehen und erfreut sich dann dran. Vielleicht geht es dir auch so. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht auch, wenn es dir nicht so gut geht, gesundheitlich oder auch so mental, vielleicht kannst du auch nicht hinaus, vielleicht kannst du selbst auch nicht hinaus oder nicht allein hinausgehen oder fahren, auch nur zeitweise vielleicht nicht. Vielleicht bringt dir das auch Freude. Und auch der Gedanke des nicht so perfekt sein müssens, was dann auch wieder zum Teil zum Lächeln ist und etwas Lustiges darstellt. Denn das macht doch unser Leben erst aus und das Leben lebenswert. Thank you.
Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.